So, guten Tag, liebe Leute. Es geht weiter, wie es aufgehört hat. Ein neues Spiel steht an. Jeden Tag ein Spiel, das habe ich mir vorgenommen, damit hier die Fans auch weiterhin begeistert bleiben und am Ball bleiben. Dieses Mal haben wir zwei deutsche Spieler, die gegeneinander spielen. Auf der linken Seite, in der linken Ecke, sehen wir Master Mystery, ein deutscher Spieler, der, wie ich auch, Spieletester bei Arcane Wonders ist. Und deshalb auch immer die neuen Karten alle testet und die neuen Spiele ausprobiert. Dieses Mal ist er hier auf Octagon erschienen, um in der Arena zu zeigen, was er kann. Er spielt den Force Master, die Machtmeisterin, und rennt direkt auf den Gegner zu. Das sieht man oft bei den Machtmeistern, dass die relativ schnell die Entscheidung suchen und da sind sie besonders spezialisiert auf den Nahkampf mit ihrem tollen Lichtschwert, was man hier auch auf dem großen Bild des Machtmeisters sehen kann. In der anderen Ecke haben wir GW, ein etwas gewöhnungsbedürftiger Name, nur zwei Buchstaben, auch ein deutscher Spieler, der mit dem ich schon oft gespielt habe. Er ist auch ein erfahrener Spieler, wenn er auch manchmal Pause macht wegen seiner Arbeit, aber jetzt ist er da, um uns hier zu zeigen, was er mit seinem Zauberer alles leisten kann. Zauberer gegen Machtmeisterin, das ist ein äußerst spannendes Duell. Beide starten mit 10 Mana-Sammlungen und GW hat mit seinem Zauberer direkt schon vorgelegt, einen Mana-Kristall aufgestellt und eine Schmiede. Das heißt, er wird pro Runde schon 12 Mana generieren und hat eine weitere Aktion. Das heißt, am Anfang leicht bevorteilt, aber er muss jetzt damit rechnen, dass der Force Master relativ schnell die Distanz überbrückt, um in den Nahkampf zu gehen. Er braucht also Schutz gegen die Angriffe und was ist da besser geeignet als die Schmiede? Er kann nur hoffen, dass die Schmiede lange genug stehen bleibt, damit er jede Runde das nötige Equipment rausnehmen kann, um hier den Angriffen zu begegnen. Die Machtmeisterin von Master Mystery, sie hat neben ihrem Ansturm auch eine Verzauberung auf sich gemacht. Wenn Machtmeister den Nahkampf suchen, dann nehmen sie ihr Galvitar, ihr Schwert raus und schlagen hemmungslos, verstärkt mit Bärenstärke zu. Oftmals sie ziehen ihre Gegner in den Nahkampf mit ihrer Machtmeisterfertigkeit Force Pull. Da kann man einen Gegner zu sich heranziehen. Das ist sehr hilfreich, wenn man gegen Magier spielt, die sich von anderen Kreaturen verteidigen lassen. Man kann den Magier einfach aus den Kreaturen herausziehen, dann ist er nicht mehr verteidigt und kann ihn dann im Nahkampf behaken. Oder aber man zieht eine Kreatur raus, um sie möglichst schnell und effektiv bekämpfen zu können, ohne dass eine andere Kreatur da helfen kann. Zusätzlich ist die Machtmeisterin geschützt durch eine Verteidigung. Die kann sie jede Runde einsetzen, kostet allerdings einen Mana. Besonders effektiv ist diese Verteidigung immer dann, wenn die Machtmeisterin gegen besonders wenige Gegner spielt, also besonders wenigen Angriffen pro Runde gegenübersteht, weil dann gegen einen einzigen Magier hier schon 50% der ganzen Angriffe pro Runde einfach abgeblockt werden können, sofern er keinen Magierturm draußen hat. Das ist immer eine ganz gute Sache. Zudem die Spezialität des Machtmeisters, ein Machtschild, ein Force Field, das werden die meisten Machtmeister im Deck haben, um sich gegen Angriffe zu schützen. Ich bin gespannt, ob wir das hier aussehen werden. Bisher ist aber noch keine Notwendigkeit, hier ein Force Field zu zaubern. Die Chance, dass hier durch eine suchende Zerteilung dieser wichtige Zauber aufgelöst wird, ist viel zu groß. Das hier wird kein Force Field sein, sondern eventuell ein Nullify oder eine Bärenstärke oder vielleicht sogar eine Geschwindigkeitsverzauberung, damit er noch schneller zum Zauberer aufschließen kann. Jetzt läuft er wieder zwei Felder nach vorne und benutzt sofort eine Searching Wave,
auf die Schmiede. Die ist verwundbar gegen Wasserzauber und erhält 6 Würfel im Angriff. Er hat jetzt ein bisschen Pech mit den Würfeln, macht nur 3 Schaden. Die Hälfte der Schmiede ist runter. 5 Mana investiert, um die Schmiede halb aus den Angeln zu heben. Da hätte auch mehr drin sein können. Eventuell hätte das hier ein Akiros Favor, Akiros Gunstverzauberung sein können. Da hätte er den Angriff nochmal würfeln können und eine gute Chance gehabt, hier mehr Schaden zu machen, wenn nicht sogar die ganze Schmiede abzureißen. Nun gut, er ist jetzt schon sehr nah herangekommen im Nahkampf. Ein Machtmeister profitiert noch mehr von der Schmiede als der Zauberer, denn Machtmeister agieren oftmals mit ihren Ausrüstungsgegenständen wesentlich effektiver. Sie brauchen Waffen, sie brauchen Handschuhe, die ihre Angriffe verstärken, sie brauchen eventuell dann mal Rüstung, wenn sie als alleiniges Ziel auf dem Schlachtfeld stehen und so alle Angriffe auf sich lenken. Da braucht man schon ein bisschen Ausrüstung, um da weiter durchhalten zu können. Ich bin verwundert, die meisten Machtmeister spielen mit Schmiede. Hier sehen wir einen Machtmeister ohne Schmiede, der allerdings dadurch, dass er die ganzen Aktionen gespart hat, jetzt auch schon auf 33 Mana hoch ist. Ich bin gespannt, was Master Mystery hier für eine Taktik verfolgt. Der Zauberer spielt defensiv ohne Gate to Voltari, ohne das Voltarische Tor und nimmt hier mit seiner vollen Aktion in der letzten Runde eine Gargoyle-Wache raus, die ihn gegen den Machtmeister eigentlich nicht so beschützen kann, wie er es gerne hätte. Wie gesagt, die Machtmeisterin kann mit ihrem Force-Pull-Zauber entweder den Magier oder den Gargoyle zu sich ranziehen und so die Wachfunktion größtenteils unbrauchbar machen. Der Magier, der Zauberer von GW, rüstet sich jetzt hier mit Rüstungs-Items aus. Er benutzt die Aktion der Schmiede, um sehr, sehr günstige Rüstungsgegenstände rauszunehmen. Hauptsache, sagt er sich, ich habe die Aktion der Schmiede genutzt. Ich verwende mein Mana, was ich in der Runde bekomme, allerdings anderweitig. Hier diese beiden Karten werden wahrscheinlich noch gespielt werden. Er möchte die Aktion der Schmiede in jeder Runde nutzen, um den Aktionsvorteil zu behalten. Bisher droht ihm auch noch keine große Gefahr, denn die Machtmeisterin ist noch nicht ausgerüstet. Selbst wenn sie jetzt in den Nahkampf ginge, dann kann man damit mit 2 Rüstungen den Angriff schon ganz gut abwehren. Und er nimmt sich noch weitere Ausrüstung raus mit seiner schnellen Aktion. Das heißt, 2 Ausrüstungsgegenstände diese Runde für GW und eine Verzauberung. Der Magier ist so auf die Angriffe des Machtmeisters vorbereitet. Der Gargoyle hier, der fliegt, der hält noch keine Wache, der ist außer Reichweite für die Schläge der Machtmeisterin. Der kann nicht angegriffen werden. Und da kommt das drohende Übel. Adramelech zeigt sich. Das ist sehr, sehr ungewohnt für eine Machtmeisterin. Aber sie hat das Mana angespart. Master Mystery zieht den Lord des Feuers, den Herr des Feuers aus der Tasche, was natürlich erstmal ein Argument ist, ein Ausrufezeichen, und bezahlt 6 Mana, unglaublich, dafür, dass er sofort auf den Gegner zustürmen kann. Jetzt ist es an GW, den Gargoyle aus der Schusslinie zu nehmen. Der wird viel, viel Schaden bekommen von dem Angriff von Adramelech. Er sollte ihn jetzt nach links nehmen, außer Reichweite von Adramelech. Wir erinnern uns, die Battleforge, die Schmiede der Schlacht und auch hier unten der Kristall, die sind beide immun gegen Flammen. Adramelech kann die beiden nicht angreifen und das macht GW auch. Er nimmt den Gargoyle nach links. Das heißt, Master Mystery hat jetzt 6 Mana bezahlt dafür, dass Adramelech sofort ziehen kann, aber er kann nicht angreifen. Das war ein guter Zug von GW. Die 6 Mana, die sind jetzt erstmal verpufft. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hätte statt dem
Rouse the Beast, die Bestie erwecken, hätte ich an Master Mysteries Stelle noch einen Wasserzauber auf diese Schmiede geschossen. Das wäre in etwa entsprechend gewesen im Mana und die Schmiede, große Chance, dass die aus dem Spiel genommen wird. Das wäre hier wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. Nächste Runde. Wir sind mittlerweile angekommen in Runde 4 und der Magier hat die Initiative auf seiner Seite. Runde 4 und es geht schon zur Sache. Adramelech im gleichen Feld wie der gegnerische Magier, das hat man nicht gerne. Adramelech selbst ist sehr, sehr teuer. 24 Mana zahlt man für den. Normalerweise wird er gespielt von eher Magiern, die in der dunklen Schule spezialisiert sind, da die dann nicht so viel Spruchpunkte beim Deckbau für ihn ausgeben müssen. Er ist zudem ein Dämon, das heißt Hexenmeister können ihn verstärken. Er kann von Buffs des Hexenmeisters profitieren. Und wir sehen hier, Master Mystery verfolgt den Plan eindeutig, dass Adramelech hier seine volle Attacke ausführen kann. Das ist die Sweeping-Attacke, die auf zwei Ziele in der Zone trifft. Jetzt hat er das Glück, dass gerade zwei Ziele in der Zone sind. Also die Gargoyle-Wache und der Magier, die werden dann von dieser Attacke getroffen. Damit kann man so ein bisschen umgehen, dass die Gargoyle-Wache hier auf Wache steht und eigentlich die Angriffe auf sich zieht. Die Sweeping-Attacke greift also vorrangig den Gargoyle an, aber dann kann man das zweite Ziel aussuchen, nämlich den Magier, und so wird er auch getroffen. Das wird wohl hier sein Plan sein, relativ schnell Druck zu erzeugen und womöglich diese wichtigen, wichtigen Brandeffekte auf den Gegner zu bringen, die, wenn man kein Pech hat, auch lange auf dem Gegner bleiben und relativ viel Schaden erzeugen können. GW wird damit jetzt vermutlich rechnen und aus der Schmiede eine Dragonscale Hauberk rausnehmen. Und das ist eine dieser Rüstung, die Brustrüstung, die Flammenangriffe verringert. Das ist immer ein gutes Mittel, um gegen Adramelech vorzugehen. Damit kann natürlich Master Mystery jetzt rechnen und eine suchende Zerteilung vorbereiten und direkt die Rüstung auflösen, in der Hoffnung, dass es die einzige Anti-Flammenrüstung in GWs Arsenal ist. Das wäre schon mal ein großer Schlag. Ja, sie bereiten noch vor. In dieser Runde ist es wichtig, zu antizipieren, was der Gegner macht. Das kann schon ein heftiger Schlag sein, wenn man sich jetzt hier falsch vorbereitet in dieser Runde. GW könnte auf beiden seinen Kreaturen, Magier und dem Gargoyle, einen Brandeffekt drauf haben oder sogar eine Menge Schaden. Und die Machtmeisterin sollte auf jeden Fall darauf bedacht sein, hier dafür zu sorgen, dass Adramelech auf jeden Fall zuschlagen kann. Wir sehen jetzt hier etwas Verwunderliches, also GW geht in die Offensive, er nimmt einen Fire Shaper Ring raus, der seine Flammenangriffe verstärkt. Das heißt, er wird vermutlich in den nächsten Runden mit Feuer angreifen. Feuer gegen den Lord des Feuers ist natürlich jetzt nicht die beste Möglichkeit. Der Lord des Feuers wird diese Flammenangriffe verlachen. Er ist natürlich immun gegen Feuer als die Kreatur der Hölle, die am kostenintensivsten ist. Wird jetzt allerdings getroffen von einer Säurekugel. Eine Säurekugel, die alles andere als glücklich trifft. Nur ein verrostet Marker landet auf Adramelech. Seine Rüstung ist um 1 reduziert. Das macht ihm nicht viel. Er hat immer noch 2 Rüstungen und ist leicht verwundet von diesem Säuretreffer. Das hat sich GW bestimmt anders vorgestellt hier. Die Säurekugel kann
2 Verrostet-Marker auf den Gegner draufbringen. Bei 5 plus, also die Chance ist über 50%, dass da 2 Verrostet-Marker auf dem Gegner landen. Das hat er sich natürlich hier erhofft, ist aber leider nichts draus geworden. Die Würfel sprechen gegen ihn. Er sollte Akiro vielleicht mal hier und da ein Opfer mehr bringen, um seine Gunst zu erlangen. Und jetzt kommt der Turm des Magiers, Turm des Zauberers und wird direkt eingesetzt. Da hat er sich verklickt. Er schießt einen Jetstream auf Adramelech in der Hoffnung, dass er ihn gegen die Wand drücken kann, und das schafft er natürlich auch. Denn plus 2 gegen fliegende Kreaturen, da müsste man schon eine 1 auf dem Effekt würfeln, damit er nicht gedrückt wird. Er hat jetzt 4 Schaden bekommen von dem Initialstoß und bekommt jetzt nochmal einen Schaden, wird von der Rüstung verringert. Also 5 Schaden durch diesen einen Jetstream-Zauber für 4 Mana, das ist ein guter Wert. Man sieht, GW verfolgt die Taktik, hier Adramelech möglichst schnell aus dem Spiel zu bringen. Adramelech hat schon fast die Hälfte der Trefferpunkte verloren. Wenn der Machtmeister nicht schnell was einfällt, um den am Leben zu halten, vielleicht mit einem Heilzauber oder mit einer Schutzverzauberung, dann glaube ich, dass Adramelech hier nicht viel ausrichten wird. Ein geschickter Zug hier von Master Mystery. Er benutzt die Schlingpflanze auf die Gargoyle-Wache. Wenn man Wache hält, dann ist man auf jeden Fall auf dem Boden. Das heißt, der normalerweise fliegende Gargoyle ist gelandet und wird jetzt von einer Schlingpflanze am Boden festgehalten. Und das bedeutet, dass Gard zwar immer noch Gard ist also weg, und er macht die Sweeping-Attacke auf beide Ziele. Gard ist jetzt weg, weil die Kreatur restrained ist, also nein, Gard müsste eigentlich nicht weg sein. Ja, Gard ist also noch da, der kann aber ignoriert werden, weil er restrained ist, und deshalb könnte theoretisch Master Mystery mit dem schnellen Angriff mit 6 Würfeln auch den Magier angreifen. Er entscheidet sich aber dafür, viel Schaden auszuteilen. Er macht die volle Attacke, wie es aussieht, und greift hier beide Ziele an. Dass Gard hier auf dem Gargoyle drauf ist, ist von Bedeutung, denn wenn er Wache hält, hat er insgesamt 3 Rüstung mehr und ist auch abgehärtet. Das heißt, die Flammeneffekte würden nicht so gut den Gargoyle in Brand setzen. Er entscheidet sich also hier jetzt, die schnelle Attacke, die starke 6-Würfel-Attacke, auch nur auf den Magier zu machen. Denn der Gargoyle ist erstmal am Boden fest und kann ihm nicht helfen. Ein guter Wurf, ein sehr, sehr guter Wurf. 6 Würfel, und er macht 9 Schaden. Allerdings keinen Brandeffekt. 9 Schaden werden von 2 Rüstung verringert. 7 Schaden mit einem Treffer. Sehr, sehr gut. Adramelech hat schon mal einen ersten Akzent gesetzt. Ich bin da. Mich kannst du nicht ignorieren. Er schwingt seine flammende Sense. Und der arme kleine Gargoyle kann vom Boden nur zugucken und seinem Meister hier nicht helfen. Der Gargoyle versucht jetzt hier die Schlingpflanze zu bekämpfen, und gar nicht mal schlecht, 3 Würfel, 5 Schaden, die Schlingpflanze hat also noch 3 Leben übrig, 3 Trefferpunkte, und eventuell in der nächsten Runde kann der Gargoyle sich befreien. Ein anderer Weg, den Gargoyle wieder ins Spiel zu bringen, ist der Teleport-Zauber. Das heißt, der Meister-Zauberer hier könnte seinen Gargoyle in ein benachbartes Feld oder auch in das gleiche Feld teleportieren, dann würde sich die Schlingpflanze auch auflösen und der Gargoyle wäre wieder frei. Nun sehen wir noch Master Mystery einen Fluch auf den Magier. Welcher Fluch macht hier Sinn? Oder es muss nicht unbedingt ein Fluch sein. Welche Verzauberungen machen hier Sinn? Es könnte Adramelechs Touch sein, ein neuer Fluch von Fortune Fire, der dafür sorgt, dass am Anfang einer Runde
wenn die Brandeffekte eventuell auslaufen, weil man Pech hat beim Würfeln, dass man dafür Mana ausgeben kann und die Brandeffekte bleiben drauf. Eine andere Möglichkeit wäre Marked for Death, um einfach noch einen Würfel mehr im Angriff zu haben. Dem Tod geweiht heißt es auf Deutsch, denke ich. Andere Möglichkeit wäre Rust, auch eine sehr, sehr gute neue Karte von Forged in Fire, die die Rüstung verringert. Das ist wie eine... Das Gute an Rust ist, dass man es aufdecken kann, wann man möchte. Der Gegner weiß nicht, dass im Prinzip seine Rüstung verringert werden kann. Er rechnet damit, ich habe zwei Rüstungen, ich bleibe jetzt hier stehen, ich nehme den Schaden, dann wird Rust aufgedeckt und auf einmal ist die Rüstung weg. Das ist sehr, sehr ärgerlich und damit kann man den Gegner recht gut überraschen. Eine sehr, sehr gute Erweiterung des Arsenals gegen sehr, sehr gut gerüstete Kreaturen. Säurekugel, Rust oder Auflösung. Damit kann man den Gegner schon ganz schön ins Schwitzen bringen. Nun ist die Initiative der Runde 5 wieder bei Master Mystery, bei unserem Force Master mit seiner Höllenkreatur. Das heißt, Adramelech könnte jetzt vermutlich sofort wieder als erstes zuschlagen. Ich bin gespannt, ob GW sich dafür entscheidet, das irgendwie zu verhindern. Es gibt genug Wege, das zu verhindern. Er könnte ihn wegteleportieren. Er könnte ihn mit einem Angriff behaken, der ihn verwirrt, der ihn schwindlig macht, sodass er dann eventuell daneben schlägt. Wir werden es sehen. Ich vermute, da GW bereits Adramelech zugesetzt hat mit Zaubern, wird er damit weitermachen und vermutlich in der Schnellzauberphase schon angreifen. Der Gargoyle kann Adramelech in der Situation, wie er jetzt hier steht, nicht angreifen. Der ist am Boden festgenagelt. Adramelech erhebt sich die Lüfte. Der kann nicht angegriffen werden. Aber der Magier selbst verfügt über ein Arsenal an Zaubern, die Adramelech hier gefährlich werden können. Natürlich spreche ich da von Arcane Zap, dem eingebauten Fernangriff des Magiers. Ich meine aber auch andere Zauber, die hier von dem Wizard Tower kommen. Man kann davon ausgehen, dass er in dieser Runde wieder Jetstream schießt. Der Wizard Tower hat hier ein Mana generiert. Jetstream kostet also nur 3 Mana. 3 Mana für eventuell 7 Würfel auf Adramelech. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Er wird kaum darauf verzichten, diesen Schuss abzufeuern. Aber er kann erst reagieren, nachdem Adramelech noch einmal zugeschlagen hat. Die Planung ist beendet. Für GW, Master Mystery muss noch nachziehen und dann können wir schon die Action genießen. Master Mystery lässt sich jetzt hier Zeit und ändert nochmal eine Karte. Hier in der Runde kommt es jetzt auch wieder auf einiges an. Kann er Adramelech am Leben halten? Kann er sein Mana-Investment von 24 schützen, sodass er noch einige Runden Schaden austeilen kann? Wenn er das nämlich nicht kann, würde ich sagen, er ist hier auf jeden Fall im Hintertreffen. Wenn Adramelech fällt, sieht es ganz schlecht aus und GW geht auf Nummer sicher. Er hat gemerkt, ich werde angegriffen von Adramelech, der hat es auf mich abgesehen. Er nimmt jetzt die Anti-Flammenrüstung raus, die Adramelechs Angriff um 2 verringern wird und aktiviert sein Schild. Das heißt, Adramelech würfelt mit 4 Würfeln und muss erstmal durch 3 Trefferpunkte des Schildes durchschlagen. Der wird kaum Schaden auf den Magier kommen. Das kann man vernachlässigen. Dafür ist die Schmiede gut, im Notfall vor der Aktion, vor der Schnellzauberphase nochmal schnell eine Schutzrüstung rauszunehmen oder eine Verteidigung aufzubauen, mit der der Gegner nicht rechnet. Dafür lohnt sich die Schmiede und sie kostet auch nur 8 Mana. Ist immer ein gutes Investment für Magier, die 5 oder mehr Ausrüstungsgegenstände haben. Ansonsten bei weniger Ausrüstungsgegenständen lohnt sich die Schmiede nicht unbedingt. Da würde ich dann eher auf eine andere Zauberquelle vertrauen, die eventuell Kreaturen auf die Platte bringt.
Er nutzt die Schnellzauberphase, um sich zu verzaubern. Er hat jetzt zwei verdeckte Verzauberungen auf sich, der Magier, und eine feindliche Verzauberung von Master Mysteries Machtmeisterin. Master Mystery wendet sofort die Auflösung an, um die Rüstung von GW aufzulösen. Ein sehr riskanter Zug, denn eine dieser beiden Verzauberungen hier könnte Nullify gewesen sein oder Armor Ward. Dann hätte man für diese Auflösung entweder vier Mana mehr zahlen können oder sie wäre sogar gar nicht durchgeführt worden. Aber er hat das Risiko eingegangen und er ist das Risiko eingegangen und hat diese Auflösung gespielt. Glücklicherweise für ihn war hier kein Nullify. Das hätte aufgedeckt werden müssen. Und so ist die Feuerrüstung direkt wieder weg und Adramelech kann sein Werk fortsetzen. Allerdings ist die Machtmeisterin zuerst dran und spielt ein Battle Fury auf Adramelech. Das bedeutet, Adramelech kann einen schnellen Angriff in dieser Runde zweimal ausführen. Und er wird natürlich mit sechs Würfeln zweimal angreifen. Warum ist Master Mystery in dieses Feld reingelaufen? Damit der Magier behindert ist und sich nur maximal ein Feld weit entfernen kann. Hätte er sich nicht in dieses Feld bewegt, dann wäre der Magier eventuell weggelaufen. Und jetzt hat er wieder Glück mit dem Würfeln. Und Adramelech ist schon fast dem Tode nahe. Sechs kritische Treffer. Und jetzt wird er noch gegen die Wand geschleudert und ist schwindlig. Das ist nicht gut. Das war Würfelglück. Aber so ist das Spiel. Und Adramelech ist schon tot. Das kann passieren. Adramelech ist abgestürzt. Alleine zweimal Jetstream haben ihn hier das Ende beschert. Und Master Mystery gibt sofort auf. Wie vermutet, das ist seine Taktik gewesen. Adramelech hier. Mit Adramelech anzugreifen. Er soll den Schaden machen. Und wenn Adramelech natürlich fällt durch Würfelglück oder solche Angriffe hier, die gegen fliegende Kreaturen besonders gut sind, dann ist das eine Gefahr. Und wenn er fällt, dann ist seine Taktik zerstört. Und er ist so weit im Hintertreffen, dass er hier einfach nicht gewinnen kann. Zwar jetzt gesagt, dass er verliert, also dass er aufgeben will, aber er hat sich jetzt nochmal durchgerungen, es weiter zu versuchen. Er hat ja immerhin noch gar keinen Schaden bekommen. Der Magier hat bisher 7 Schaden. Es ist noch nicht wirklich das Ende, auch wenn er jetzt ins Hintertreffen geraten ist. Wir werden sehen, ob er noch eine andere Idee hat, wie er hier nochmal Fuß fassen kann. Die Schlingpflanze, die den Gargoyle umschlungen hat, die kann nicht mit Fernangriffen angegriffen werden. Das steht auch auf der Karte. Ranged Attacks cannot target Tanglevine. Die muss im Nahkampf bekämpft werden. Man kann sich das auch logisch damit erklären, dass ein Geschoss auf die Schlingpflanze sehr wohl den Gargoyle selbst treffen könnte. Deshalb ist da ein Riegel vorgeschoben. Man muss die im Nahkampf angreifen und sie wird auch angegriffen und wird getrimmt. Die Schlingpflanze ist damit Geschichte. Der Gargoyle ist wieder frei, kann abheben und diese Runde entweder Wache halten oder selbst nochmal angreifen. Angreifen lohnt sich hier nicht so, denn wie anfangs erwähnt, die Machtmeisterin hat eine Verteidigung und damit könnte sie den Angriff ablocken. Ja, GW setzt den Gargoyle auch auf Wache, um eventuell weitere Angriffe auf sich selbst nochmal abzublocken. Ja, wenn man so
nach dieser Runde auf das Schlachtfeld schaut. Wir haben hier hinten rechts, also oben rechts, eine Schmiede stehen. Die ist angeschlagen. Wer eine Schmiede angreift und Schaden drauf macht und sogar einen Zauber verwendet, Mana verwendet, um hier Schaden auf die Schmiede zu machen, der sollte auch bei der Taktik bleiben und die Schmiede wirklich dem Erdboden gleich machen. Sonst ist die Aktion und das Mana hier verschwendet und die Schmiede besteht weiterhin und kann weiterhin ihre Aktion ausführen. Da sollte man am Ball bleiben. Hier der Kristall, der dafür sorgt, dass der Magier konstant ein Mana mehr generiert als der, als die Machtmeisterin und sogar noch hier das Moonglow-Amulett, das noch ein Mana mehr generiert pro Runde. Das heißt, je länger dieses Spiel dauert, desto mehr wird der Magier im Vorteil sein. Er bekommt zwei Mana mehr, er hat dann die Schmiede, die eine Aktion machen kann, also auch einen Aktionsvorteil, und die generiert ja auch noch ein Mana. Das heißt, er bekommt im Prinzip drei Mana mehr pro Runde und eine Aktion und kann mit dem Wizard Tower sogar noch eine vierte Aktion ausführen. Das sieht ganz, ganz schlecht aus für die Machtmeisterin. Und selbst wenn Adramelech jetzt noch ein, zwei Runden gelebt hätte, ich weiß nicht, auf Dauer, ob man einem diesen Zauberer hier mit Adramelech einheizen hätte können. Durch die Schmiede kann er vor Adramelechs Attacke immer mal wieder Rüstung rausnehmen und es ist fraglich, ob die Machtmeisterin sie jedes Mal auflösen wird. Eventuell wird sie auch andere Zauber vorbereiten und dann ist Adramelech gezwungen, in die Rüstung zu schlagen, was den Schaden natürlich verringert. Und jetzt sehen wir nochmal was, was man nicht alle Tage sieht. Der Zauberer geht in den Angriff über, er nimmt sich ein Dancing Scimitar, einen tanzenden Säbel raus. Der kostet ihn zwar jede Runde ein Mana, dass er bestehen bleibt, aber er bietet ihm zum einen einen kostenlosen Angriff von drei Würfeln, zum anderen bietet er ihm eine Verteidigung gegen einen Nahkampfangriff. So ist er auch noch ein bisschen besser gegen die Machtmeisterin geschützt. Der Säbel kann, und da sind schon viele stutzig geworden, der kann nur nach der Aktionsphase des Magiers angewendet werden. Das heißt, der Magier bewegt sich, benutzt seine Hauptaktion und dann kann der Säbel erst einschreiten. Normalerweise würde man hoffen, dass der Säbel eben die Verteidigung der Machtmeisterin zerschlägt, eventuell abgewehrt wird und dann ein Zauber des Magiers, des Zauberers hinterherkommt, um durch die nicht mehr vorhandene Verteidigung zu brechen. GW geht jetzt den Weg, dass er Zauber mit seinem Turm benutzt, die unabwendbar sind, das heißt, die gehen durch die Verteidigung der Machtmeisterin durch. Er kann die Verteidigung nicht benutzen und er hofft, dass hier die Machtmeisterin mit diesem Feuerzauber in Brand gesetzt wird. Das gelingt nicht, auch wenn der Schaden für das investierte Mana ganz gut ist. Vier Schaden für insgesamt vier Mana, das ist nicht schlecht. Jetzt hat er einen Angriff mit dem Magier gemacht. Hiergegen kann oder könnte Master Mystery seine Verteidigung einsetzen. Scheint er nicht zu wollen. Er nimmt jetzt das anfangs erwähnte Galvita, das Laserschwert, könnte man so sagen, heraus und greift sofort oben den Turm an. Das war etwas überstürzt, denn GW hätte gerne noch mit dem Dolch geschlagen. Das macht er nachträglich und bekommt auch vier Schaden für drei Würfel. Und wie gesagt, kostenlos. Der Säbel kann einfach so angreifen nach der Aktion. Und schon ist die Machtmeisterin auf 11 Schaden hoch. Das ist schon mal ungefähr ein Drittel ihrer Lebenspunkte. Und der Angriff auf den Turm, der war mäßig erfolgreich. Das Laserschwert hier, Galvita, das Machtschwert, ist besonders effektiv mit einem schnellen Angriff, denn da
hat es Durchdringen 2 und das ist immer ganz gut gegen schwer gepanzerte Ziele. Der Turm ist ein schwer gepanzertes Ziel mit 3 Rüstungen. Die wird um 2 verringert, eine Rüstung und 4 Schaden auf eine Rüstung. Deshalb bekommt der Turm 3 Treffer ab. Nächste Runde, wie wir sehen, hat die Machtmeisterin wieder Initiative und könnte zuschlagen, bevor der Turm nochmal aktiv wird. Das wird sie wahrscheinlich tun. Auch Galvita hat, wie der Lord des Feuers, der Herr des Feuers, der eben gefallen ist, eine zweite volle Attacke. Sweeping oder Double Strike steht hier. Sweeping bedeutet, 2 Ziele in der Zone können ausgewählt werden. Er muss mit dem ersten dieser Angriffe auf den Gargoyle schlagen, der jetzt hier auf Wache steht. Aber der zweite Angriff kann den Turm treffen und könnte ihn hier zum Einsturz bringen, wenn glücklich gewürfelt wird. 4 Lebenspunkte sind noch übrig mit 3 Rüstungen. Nachteilig ist am Sweeping Strike, am zweifachen Angriff auf 2 verschiedene Ziele, dass dort kein Durchdringen stattfindet. Das heißt, die vollen 3 Rüstungen des Turmes werden hier genutzt. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass mit einem 4-Würfel-Angriff auf den Turm, der zum Einsturz gebracht wird, eine andere Möglichkeit wäre, dass Master Mystery hier nochmal eine Schlingpflanze auf den Gargoyle spielt. Dann kann der wachhaltende Gargoyle hier ignoriert werden und er könnte mit dem Durchdringungsangriff hier den Turm behaken und dann sieht es schon mal besser aus, ist die Chance besser, dass er hier den Turm zum Einsturz bringen kann. Wir sind mittlerweile in Runde 7 angelangt. Adramelich ist gefallen, ein schwerer Schlag für die Machtmeisterin. Vorteile eindeutig hier bei unserem Zauberer, der sein Wachgargoyle hier geschickt verwendet, um seinen Turm zu beschützen. Die Frage ist, wird er erfolgreich sein oder kann das Lichtschwert hier Akzente setzen? Wenn ihr vergleicht, was die Machtmeisterin auf der linken Seite für Ausrüstungsgegenstände angelegt hat und was unser Magier hier auf der rechten Seite schon für Ausrüstungsgegenstände angelegt hat, wird deutlich, die Schmiede ist hier sehr wahrscheinlich ein entscheidender Faktor. Die Machtmeisterin hätte am Anfang weiter die Schmiede behaken sollen. Das könnte hier einen Unterschied machen und diese vielen Gegenstände wären sehr wahrscheinlich eindeutig weniger gewesen. Jetzt kommt sogar der Veteranengurt, der 2 kritische Treffer in normale Treffer umwandelt. Das bedeutet, er hat hier 2 Rüstungen, ganz gleich, ob er kritisch getroffen wird. 2 Schaden werden auf jeden Fall ignoriert. Effektiv wäre es, wenn er hier als diese geheime Verzauberung, die er noch nicht aufgedeckt hat, eine Rüstungsverzauberung nutzen würde. Nashornhaut oder Brace Yourself aus der neuen Erweiterung, die bald auf Deutsch rauskommt, könnte hier liegen, um die Effektivität hier dieses Veteranengurtes nochmal zu erhöhen. Und in der Schnellzauberphase legt er sofort los und schießt einen Flammenzauber auf die Machtmeisterin. Der wird verstärkt hier von Falkenauge und von dem Ring. Das heißt, er würfelt mit 6 Würfeln. Verteidigung, fragt er, aber die ist nicht möglich gegen einen unabwendbaren Angriff. Das heißt, 6 Würfel wird die Machtmeisterin jetzt schlucken. Besonders ärgerlich, da sie keine Rüstungsverzauberung mehr hat, keine Rüstung angelegt hat oder irgendeine Schutzverzauberung hat, wird den vollen Schaden schlucken müssen. Und hier 8 Schaden, das ist überdurchschnittlich. Allerdings ärgerlich, nur 1 auf dem Effekt, bedeutet immer noch keine Brandeffekte auf der Machtmeisterin. Die geht auf 19 Schaden hoch. Jetzt sind es nur noch gute 10, bis sie die Radieschen von unten sieht, bis sie den Staub der Arena fressen wird. Sie kontert mit Mind Control, mit Gedankenkontrolle auf den wachhabenden Gargoyle. Das bedeutet, der ist jetzt auf der Seite der Machtmeisterin künftig, sofern die Verzauberung nicht aufgehoben wird. Der Gargoyle kann allerdings noch nicht in dieser Runde eingesetzt werden, denn wenn die Gedankenkontrolle aufgedeckt wird,
betäubt und muss erstmal eine Aktion verwenden, um diese Betäubung loszuwerden. Nächste Runde wird der Gargoyle dann für die Machtmeisterin kämpfen, eventuell Angriffszauber von ihrem ehemaligen Herrn abfangen. Und der Angriff der Machtmeisterin gilt jetzt dem Turm. Warum benutzt er Sweeping? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Er meint vermutlich den Doppelschlag. Er meint den Doppelschlag. Das heißt, er kann zweimal zuschlagen auf ein und dasselbe Ziel, allerdings ohne Durchdringungseffekt. Das sind insgesamt 8 Würfel und er hat die nötigen Treffer erzielt. Einmal 3 kritische Treffer, einmal einen kritischen Treffer, macht 4 Schaden. Das sind genau die Trefferpunkte, die der Turm noch hatte. Er stürzt also ein und kann seinen Zauber diese Runde nicht mehr ausführen. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Situation, wo der Machtmeister durch geschickte Aktionen den Turm aus dem Spiel nimmt und die Gargoylewache auf seine Seite bringt. Das ist ein geschickter Zug. Gleich 2 Dinge auf einmal sind hier mit der Gedankenkontrolle verbunden. Einmal, der Gargoyle wird künftig auf der Seite der Machtmeisterin kämpfen und die Wachfunktion ist aufgehoben. Das heißt, der Turm kann Ziel sein von den harten Schlägen hier dieses Lichtschwertes und das ist erfolgreich gewesen. Also, hier haben wir nochmal ein kleines Comeback von unserer Machtmeisterin. Die Frage ist, wird das genügen, um hier die Wogen zu glätten und vielleicht eine Wende einzuleiten? Der Magier geht jetzt nochmal in den Nahkampf, verzaubert sich und schlägt mit dem tanzenden Säbel zu. Die Verteidigung hält aber. Die Machtmeisterin gibt ein Mana aus und würfelt eine Verteidigung. Sie ist gerade hoch genug, um den Angriff des Säbels abzublocken. Wie schon erwähnt, die Gargoylewache benutzt ihre Aktion, um die Betäubung loszuwerden und ist jetzt einsatzbereit. Dadurch, dass sie die Aktion benutzt hat, um die Betäubung loszuwerden, ist auch die Wache weg. Das heißt, der Gargoyle steht jetzt erstmal nicht mehr auf Wache, kann diese Runde aber alle Aktionen ausführen, wie er möchte. Unser Zauberer von GW hat jetzt die Chance, diese Gedankenkontrolle nochmal loszuwerden. Dafür ist das gleiche zu zahlen, wie Master Mystery bezahlt hat, um sie draufzubringen. 2 plus 2-mal das Level. Der Gargoyle hat das Level 3. Das bedeutet, es müssten 8 Mana gezahlt werden, um die Gedankenkontrolle hier nochmal zu entfernen. Und wenn sie entfernt wird, ist der Gargoyle auch nochmal betäubt. Das heißt, er könnte dem ehemaligen Meister und dann künftigen Meister nochmal nicht helfen. Master Mystery muss aber auch damit rechnen, dass GW hier sagt, der Gargoyle interessiert mich gar nicht mehr, du hast schon so viel Schaden gefressen, du hast nur noch gut 10 Lebenspunkte. Ich entscheide das Spiel jetzt, denn unser Magier, unser Zauberer hat auch die Initiative, das heißt, er kann in der einleitenden Schnellzauberphase direkt schon wieder einen Angriff starten auf die Machtmeisterin. Vielleicht hat er noch weitere unabwendbare Zauber im Deck. Feuerzauber wie Flame Blast wären hier eine gute Sache, denn sie treffen verstärkt durch diesen Ring. Eine andere Möglichkeit wäre, zum Beispiel Searching Wave zu benutzen, um ein anderer unabwendbarer Angriff, der vorhin auch hier auf die Schmiede geschossen wurde, der wird die Verteidigung durchdringen und könnte sogar dafür sorgen, dass die Machtmeisterin niedergeschlagen ist. Dieser Effekt des Niedergeschlagenseins, den könnte sie erst durch ihre Hauptaktion wieder loswerden, aber vorher ist der Magier dran. Das bedeutet, er könnte eine Welle hierher schießen, die Schaden macht, die Verteidigung erstmal aufhebt, niedergeschlagene
Kreaturen können ihre Verteidigung nicht benutzen und dann könnte er mit seiner Hauptaktion einen Feuerball hinterher schießen. Ein Feuerball, der natürlich auch verstärkt trifft, hier mit 8 Würfeln. Ich glaube, das könnte schon das Spiel entscheiden. Ich bin gespannt, ob GW hier so erfinderisch ist. Vielleicht hat er die Searching Wave, die Welle, in seinem Deck drin. Das wäre hier ein guter Weg, um das Spiel sehr wahrscheinlich zu entscheiden. Oder er spielt auf Sicherheit und entfernt hier die Gedankenkontrolle, um seinen Gargoyle wieder unter die eigene Kontrolle zu bringen. Er hat hier noch 2 verdeckte Verzauberungen. Ich kann nicht sagen, ich vermag nicht zu sagen, was es ist. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Was ich mich allerdings frage ist, hier haben wir eine verdeckte Verzauberung von Master Mystery auf dem Zauberer. Was könnte das sein? Sie ist bisher noch nicht aufgedeckt worden. Das lässt mich vermuten, dass diese Verzauberung irgendwie im Zusammenhang steht mit dem gefallenen Herrn des Feuers. Es könnte also sein, dass das Adramelechs Touch ist, die neue Verzauberung von Forge and Fire, die wir anfangs angesprochen, dafür sorgt, dass die Brandeffekte nicht verlöschen können. So, die Runde fängt an. GW nimmt mit seiner Schmiede ein Allround-Equipment raus, den Stab der Heilung. Er ist sehr, sehr günstig, kostet nur 2 Mana, lässt ihm also genug Mana, um hier agieren zu können in der Runde. Und der Stab, den haben wir in einem der letzten Spiele schon gesehen, der kann heilen, aber der kann auch Statuseffekte von den Magiern entfernen, wie zum Beispiel hier diese Stun-Effekt. Das wird jetzt hier auch passieren. Er entfernt für 8 Mana die Gedankenkontrolle. Der Gargoyle ist gestunt, ist betäubt und diese Betäubung würde jetzt auslaufen, wenn der Gargoyle einmal zieht, aber darauf wird GW nicht warten. Er wird die Betäubung mit seinem Stab der Heilung entfernen. Dazu braucht er allerdings die Hauptaktion. Und dann kann der Gargoyle wieder Wache halten und alles ist beim Alten. Der Machtmeister, die Machtmeisterin von Master Mystery steht einem wachhaltenden Gargoyle gegenüber. Und in dieser Situation möchte man eigentlich nicht sein, wenn man nur so wenige Aktionen wie die Machtmeisterin zur Verfügung hat. Sie hat keine Kreaturen und nur 2 Aktionen. Das bedeutet, mit einer Aktion müsste sie immer wieder hier diesen wachehaltenden Gargoyle aus dem Weg räumen. Das minimiert natürlich den Schaden, der auf den Magier selbst kommen kann. Das heißt, dieses Spiel, was wir hier sehen von GW, ist spielen auf der sicheren Seite, kein Risiko eingehen. Die Machtmeisterin selbst hat auch mit einem Flammenzauber gerechnet, in sich jetzt hier die Flammenschutzrüstung rausgenommen, die wir auch vorhin bei GW gesehen haben. GW geht auf Entfernung und versucht hier mit seinem Arcane Zap, mit seinem eingebauten Fernangriff anzugreifen. Die Verteidigung der Machtmeisterin gelingt nicht. Er kann würfeln und bekommt wieder phänomenale 4 kritische Treffer. Ein Treffer wird abgeblockt hier von der Rüstung, aber 4 Treffer für einen Angriff, der nur einen einzigen Mana kostet. Das ist ein super Ergebnis. Er hat jetzt auch gar nicht den Stab benutzt, um die Betäubung zu entfernen, weil er sich wahrscheinlich sagt, ich habe das Ding eh gewonnen, ich muss hier jetzt nicht mehr auf Sicherheit spielen. Es ist zwar gut, diesen Stab zu haben und die Aktion der Schmiede genutzt zu haben, aber ich brauche den Stab jetzt nicht zu benutzen. Und ja, das war es auch für die Schmiede. Master Mystery schwenkt vom Magier blitzschnell auf die Schmiede nach rechts und schlägt mit dem Laserschwert zu. Durchdrängungseffekt minimiert die Rüstung der Schmiede auf 2 und einen Wurf mit 6 Schaden. Das reicht natürlich, um die Schmiede zum Einsturz zu bringen. Dadurch verliert GW hier eine Aktion pro Runde. Allerdings ist fraglich, ob das Blatt wenden kann, denn so viele Ausrüstungsgegenstände, wie er hier schon hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viel mehr könnte er gar nicht rausnehmen, denn die Plätze, wo die Ausrüstung liegt,
Die sind natürlich begrenzt bei Magier und viel mehr könnte er ja nicht rausbringen, als er ohnehin schon hat. Von daher ist die Schmiede in dieser Spielphase nicht mehr von so großer Bedeutung gewesen. Entweder ihr macht eine Schmiede direkt am Anfang vom Spiel kaputt, um die Spielweise des Gegners nachhaltig zu stören, oder ihr ignoriert sie ganz. Das nachträgliche Zerstören, wenn so, schon so viele Runden gelaufen sind, das bringt nicht mehr den gewünschten Effekt. Eine andere Möglichkeit ist es, wenn ihr die Sichtlinie vom Besitzer der Schmiede zur Schmiede blockiert mit einer Mauer. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gegen sehr aggressive Machtmeister oder Hexenmeister spielt, die eine Schmiede hinstellen und dann in den Nahkampf gehen, da lohnt es sich immer, eine Mauer dazwischen zu stellen, sodass die Schmiede einfach geblockt ist und so fast schon aus dem Spiel genommen ist. Das zwingt den euren Gegner entweder wieder in die Sichtlinie der Schmiede zu laufen, falls er sie nutzen will. Das bedeutet, er kann euch nicht angreifen mit dem Nahkampf. Oder aber er bleibt weiter an euch dran, dann hat er die Schmiede umsonst gestellt und kann sie nicht mehr benutzen. Also eine gute Sache, hier die Wand zu benutzen. Nun sind wir in Runde 9 angelangt. Beide Magier verfügen über 15 und 16 Mana, also das lässt Tür und Tor offen für diverse Möglichkeiten hier. Master Mystery hat jetzt nochmal hier die Rüstung angelegt in der letzten Runde, um den Brandzaubern ein bisschen was entgegenzusetzen. Wenn er jetzt noch einen Regenerationseffekt rausnimmt, um wieder seine Trefferpunkte gut zu machen, die er bereits verloren hat, dann würde ich sagen, hat er noch eine Chance, aber er geht den anderen Weg. Er bleibt im Angriff und nutzt die Schnellzauberphase, um hier einen Felsbrocken zu schleudern auf unseren Magier, der kein Schild aktiviert hat. Das heißt, der bekommt was ab. Insgesamt 9 Schaden und jetzt deckt er hier auf. Zweimal Rüstungsverzauberung, einmal Nashornhaut, einmal Brace Yourself und kommt damit auf 6 Rüstung mehr. Das hat er gemacht, weil ein Großteil des Schadens, den er abbekommen hat, normaler Schaden war. 6 normale Schaden. Es hätte eigentlich gereicht, wenn er nur das Brace Yourself aufgedeckt hat. Dann hat er nämlich 6 Rüstung hier mit diesen Items und hätte den ganzen normalen Schaden abgeblockt. Die Nashornhaut hat ihm jetzt gar nichts gebracht. Er hat sie einfach mal aufgedeckt. Warum auch nicht? Die 3 kritischen Treffer wären durchgegangen. Ah, ja. Also ein Schaden hat er damit noch abblocken können, weil er hat ja den Veteranengurt. Das heißt, es hat ihm doch ein bisschen was gebracht. Und er schießt jetzt sofort zurück mit einer Säurekugel, die allerdings abgefangen wird hier von der Verteidigung. Das ist immer sehr riskant, einen Zauber zu spielen, der nicht unvermeidbar ist auf eine Verteidigung. Da kann man schnell das Mana und auch den Zauber in den Sand setzen. Es ist unwahrscheinlich, dass er noch viel mehr Säurekugeln hat. Säurekugeln nimmt man normalerweise 1 oder 2 mit. Der Magier könnte mit seinem Magierturm auf eine Säurekugel beschränkt sein, denn der Magierturm erlaubt es, die immer wieder zu schießen. Jetzt hat er seine Säurekugel in den Sand gesetzt und die Rüstung ist immer noch da. Die Machtmeisterin läuft außer Reichweite, damit der Gargoyle sie nicht schlagen kann. Kein schlechter Zug. Der Magier rauscht hinterher, um dran zu bleiben. Und der Gargoyle schließt ebenfalls auf. Man kann davon ausgehen, dass GW hier jetzt das Spiel schnell beenden will. Er gibt also seine defensive Haltung auf. Und die nächste Runde beginnt. Das war eine schnelle Runde. So kann es sein bei Mage Wars. Es muss nicht immer 2 Stunden dauern oder 1,5 Stunden das Spiel. Schnelle Runden in Abfolge können auch dafür sorgen, dass das Spiel nach 30, 40 Minuten beendet ist. Die schnellsten Spiele, wenn ihr gegen einen aggressiven Magier spielt und euch nicht wirklich verteidigen könnt, die können schon nach 4, 5 Runden vorbei sein. Wenn man da effektiv gegen den Gegner vorgeht, dann kann das schon passieren. Wir sind jetzt hier in Runde 10. Ja, Runde 10. Und stehen
auch schon fast am Ende des Spiels. Wenn der Zauberer sich jetzt geschickt anstellt, sollte er es eigentlich schaffen, hier die Verteidigung der Machtmeisterin zu überwältigen. Denn er ist jetzt mit der Initiative dran. Er kann zuerst schießen. Die Möglichkeit besteht also weiterhin jetzt, die Searching Wave zu benutzen, um die Verteidigung auszuschalten und dann nochmal einen Feuerball oder einen Felsbrocken ins Ziel zu schleudern. Das sollte schon genug Schaden machen. Wie gesagt, nur noch 9 Trefferpunkte sind übrig hier bei unserer Machtmeisterin. Der Magier hat noch solide 24 Punkte und 4 Rüstungen und eine Verteidigung. Der muss sich im Moment nicht fürchten. Zumal er auch noch die Gargoyle-Wache hat, die im Notfall für ihn Wache halten kann. Die Flucht der Machtmeisterin, wird sie gelingen oder wird sie stolpern und der Gargoyle auf ihrem Rücken landen? Wir werden es gleich sehen. Die Planungsphase von Runde 10 beginnt. Eine verdeckte Verzauberung hat Master Mystery auf sich gespielt. Vielleicht um seine Rüstung zu schützen. Es könnte ein Nullify sein. Es könnte aber auch eine weitere Rüstung sein. Rhinohide oder Brace Yourself. Er hat die Verzauberung jetzt am Anfang der Runde nicht aufgedeckt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich keine Regeneration. Es könnte auch eine Verzauberung sein, die ihn hier die Gargoyle-Wache ignorieren kann, lässt. Mongoose Agility. Und der Magier macht weiter, wo er aufgehört hat. Er schießt unvermeidbare Zauber auf unsere Machtmeisterin. Die wird nur verstärkt hier durch Falkenauge. Der Ring kann nicht helfen, weil es ein Blitzzauber ist. Und er trifft wieder mal mit 4 kritischen Treffern. Die 2 normalen gehen in die Rüstung rein. 4 Schaden mehr und leider wird sich der Zauberer ärgern, weder schwindelig noch betäubt. Ein Betäubungseffekt hätte hier die Folge, dass auch die Machtmeisterin ihre Verteidigung nicht einsetzen kann. Das findet nicht statt, die Verteidigung steht weiterhin und die Machtmeisterin benutzt auch ihren Schnellzauber. Wird sie noch was kontern können? Hier die Machtmeisterin wird jetzt sich nochmal verzaubern, eine Verzauberung. Und jetzt ist der Zauberer dran. Er wird hier in das Feld reinrauschen und angreifen, damit er auch seinen Säbel benutzen kann. Sonst ist der Säbel umsonst. Er wird versuchen, hier das Spiel zu beenden mit roher Gewalt. Und auch, um die Machtmeisterin zu blockieren, damit der Gargoyle auf jeden Fall auch angreifen kann. Alles andere würde hier jetzt keinen Sinn machen. Nein, er benutzt den Gargoyle zuerst. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Die Machtmeisterin kann einfach außer Reichweite laufen. Wenn GW damit gerechnet hat, dann spricht es dafür, dass er mit seiner Hauptaktion noch einen Zauber schießen möchte. Auf Entfernung. Er rechnet damit, dass die Machtmeisterin wegrennt. Und Master Mystery benutzt die Verteidigung. Die ist erfolgreich, gegen 3 Würfel eine Verteidigung zu benutzen. Ihm bleibt eigentlich nicht viel mehr übrig. Er hat so wenig Leben, er muss alles nutzen, was er kann. Jetzt ist er dran, der Machtmeisterin. Ich vermute, er wird weglaufen, er wird auf Entfernung gehen, um hier diesem Säbelangriff zu entgehen. Den kann er sich jetzt nicht mehr leisten. Oh nein, er geht in den Nahkampf. Unerwartet und vermutlich auch nicht die beste Entscheidung. Er greift an im Nahkampf. Master Mystery nimmt die Verteidigung des Säbels. Nein, er nimmt sie nicht. Er greift einfach an, er greift durch an und bekommt nicht viel Schaden. Das ist klar, bei so viel Rüstung wie hier ist, 4 Rüstungen mit Veterans Belt, da kann man sich fast getrost zurücklehnen. Das sind nur 3 Schaden, obwohl der Wurf natürlich mit 7 Treffern phänomenal gut ist. Und jetzt ist es ein Magier hier das Spiel zu beenden. Die Verteidigung ist benutzt. Er könnte jetzt einen Zauber schießen. Er benutzt den Turm, um hier nochmal eine weitere Aktion zu bekommen. Wird jetzt sofort einen Zauber benutzen, den er hier vorbereitet hat. Er hat nicht genug Mana für Feuerball oder einen Felsbrocken. Er könnte einen Stein schleudern,
auch ein Zauber, der relativ viel Schaden macht. Der Säbel trifft mit 2 Schaden, 2 kritisch. Und jetzt wird das Machtschild aufgedeckt. Das heißt, der Säbel trifft nicht mit 2 Schaden. Der Schaden, dieser Angriff, der geht in das Machtschild rein. Und GW greift auch mit dem Jetstream an. Und ein weiterer Angriff in das Machtschild. Die Angriffe werden nicht gewürfelt, den Schaden brauchen wir gar nicht zu würfeln, denn das Machtschild blockt sowieso alles ab. Jetzt sind aber nur noch... hat das Machtschild nur noch Stärke 1 und am Anfang der Runde wird nochmal die Stärke erhöht. Jetzt hat es Stärke 2. Das bedeutet, die zwei ersten Angriffe werden auf jeden Fall abgeblockt. Da braucht man nicht mal die Verteidigung einzusetzen. Die gehen ins Machtschild. Das heißt, GW wird jetzt versuchen, mit möglichst kostengünstigen und schwachen Angriffen dieses Machtschild zu schwächen, um dann mit den starken Angriffen nachzuziehen. Oder aber er könnte den Weg gehen und das Machtschild einfach für 12 Mana beseitigen. Das ist auch eine Möglichkeit, die er hier hat. Er hat 14 Mana. Diesen Weg könnte er gehen. Wenn er das Machtschild beseitigt, kann er allerdings hier mit seinem Turm nichts mehr feuern. Da gibt es keine Zauber, die so günstig sind, außer den Steinschleuder oder ich glaube die aus der Gedankenschule, diese unsichtbare Faust, die geschlagen wird. Die sind günstig, aber ob er die im Deck hat, das weiß ich nicht. Ich vermute, er wird das Machtschild schwächen durch Angriffe und dann einfach nochmal einen starken Angriff hinterher setzen. Um das Machtschild zu schwächen, kann ihm natürlich hier auch der Säbel nochmal helfen, der als ein Angriff zählt und dann das Machtschild schwächen kann. 2 Angriffe gehen diese Runde rein. Er hat theoretisch 1, 2, 3, 4, 5 Angriffe zur Verfügung. Das heißt, er könnte 3 Angriffe durchbringen. 3 Angriffe auf maximal 5 Trefferpunkte. Das könnte schon reichen, um das Spiel zu beenden. Master Mystery auf der anderen Seite. Er sollte jetzt versuchen, hier diesem Gargoyle-Angriff zu entrinnen. Er hat Initiative. Er sollte nicht da stehen bleiben. Er sollte wegrennen, damit der Gargoyle nicht das Machtschild schwächen kann. Und versuchen, diesen Turm sofort aus dem Spiel zu nehmen. Das heißt, er kann 2 Angriffen ausweichen, wenn er das hier jetzt geschickt anstellt. Ob ihm das gelingt, also wenn ihm das gelingt, könnte das nochmal ihm einige Runden einbringen. Denn irgendwann werden unserem Zauberer hier die unabwendbaren Angriffe ausgehen. Und wenn das passiert, dann wird die Verteidigung von der Machtmeisterin wieder aktiv und kann hier die Zauber abblocken. Die Aktionsphase beginnt. Beide haben auf Schnellzauber verzichtet. Und Master Mystery läuft jetzt in das Feld des Turmes rein und greift ihn im Nahkampf an. 4 Würfel würfelt er und macht nicht so viel Schaden, wie er es gerne hätte. Nur 3 Schaden. Wir erinnern uns, das Laserschwert. Unser Laserschwert verringert die Rüstung um 2, das heißt, ein Treffer wird abgeblockt, 3 gehen durch. Der Turm steht noch. Wird er ihn jetzt aus den Angeln reißen mit seinem Schnellzauber? Nein, er ist fertig, er beendet seine Aktionsphase und hofft jetzt, dass sein Machtschild hier alle Angriffe abblockt. Hat GW das nötige, die nötigen Werkzeuge, um das Machtschild zu durchbrechen? Hat er die nötigen Rezepte gefunden am Anfang in der Planungsphase? Er benutzt zuerst den Turm und schießt den Jetstream. Das geht natürlich in das Machtschild rein. Das Machtschild sollte um 1 verringert werden. Einen Punkt haben wir noch auf dem Machtschild. Der Gargoyle kann hier jetzt nicht eingreifen. Der Magier könnte also mit einer Aktion das Machtschild schwächen.
jetzt halt aus Versehen den Turm gelöscht, aber kein Problem. Der steht wieder, also er hat jetzt noch 3 Angriffe zur Verfügung, seinen Säbel, den er aber erst nach seiner Aktion benutzen kann. Und seine Hauptaktion und seinen Schnellzauber. Was könnte er jetzt tun? Er könnte reinlaufen, im Nahkampf angreifen, kostengünstig für 3 Angriff. Das würde das Machtschild komplett zusammenbrechen lassen. Und dann kann er mit dem Säbel für 3 angreifen und noch einen Zauber hinterher werfen. Das könnte hier das Ende sein. Ich hoffe, er macht es. Wäre auf jeden Fall hier die richtige Wahl, auch um Mana für die nächste Runde zu sparen. Nein, er bewegt sich weg, er geht einen anderen Weg und entfernt die 2. geheime Verzauberung hier. Force Orb, die war gar nicht aufgedeckt. Das hätte dem Machtmeister also noch eine weitere Verteidigung gebracht. Und er weiß, dass er in der nächsten Runde die Initiative hat und stellt hier schon eine Dornenwand hin. Das macht er aus gutem Grund. Denn er weiß, der Turm, der Jetstream, der hat eine hohe Chance, den Gegner durchzudrücken. Er spielt also drauf, den Gegner hier vielleicht mit dem Turm und dem Jetstream des Turmes durch die Dornenwand zu drücken. Und er wird auch versuchen, selbst mit einem Machtstoß mitzuhelfen. Wenn ihm das gelingt, könnte das Spiel beenden, denn die Dornenwand greift den Magier, der durchgedrückt wird, 5-mal an. Magier sind Stufe 6. Die Dornenwand greift Level minus 1 mal an. Das heißt, 6 minus 1 sind 5. 5-mal 2 Angriffe. Und jeder Angriff geht erstmal auf das Machtschild. Ein Angriff mit 2 Würfeln wird hier das Machtschild dann verringern. 5-mal 2 Angriffe. 2 Angriffe gehen da rein. Und 3 Angriffe gehen durch. Der Gargoyle könnte ebenfalls rüberfliegen und nochmal angreifen. Der Magier könnte hier angreifen. Der Forest Master steht also in einer sehr, sehr ungünstigen Position hier, wenn er da durchgedrückt wird. Es gibt viele Wege, wie das jetzt geschehen kann. Ich weiß nicht, für welchen Weg Master GW sich entscheiden wird. Master Mystery hat jetzt ein Problem. Er könnte jetzt versuchen, hier sich vor diesem Angriff zu schützen. Jetstream könnte, wie gesagt, erstmal in die Verteidigung, in das Machtschild gehen. Das bedeutet, dass GW vermutlich den Machtstoß wählen wird, und zwar schon in der einleitenden Schnellzauberphase, bevor Master Mystery sich mit einer Nullify dagegen schützen kann. Das werden wir hier jetzt wahrscheinlich sehen. Wenn er damit rechnet, durchgedrückt zu werden, was macht er dann hier in dieser Situation? Welche beiden Zauber bereitet er vor? Nullify wäre keine schlechte Möglichkeit, denn es könnte im schlimmsten Fall auch geschehen, dass er 2-mal hin und her gedrückt wird und dann nochmal von dem Turm ein 3. Mal. Das wäre hier der ungünstigste Fall. Auch wenn er 2 Rüstungen hat, das würde ihn auf jeden Fall seinem Ende entgegenbringen. Das ist immer eine ungünstige Position, weil man weiß, jetzt kommt ein Push, ich kann es nicht mehr verhindern, aber was tue ich, wenn ich das irgendwie überlebe? Kann ich mich da schützen? Er könnte, wenn er bei dem ersten Push hier durchgedrückt wird, zum Beispiel selbst einen Push spielen und sich nach oben drücken oder einen Teleportationszauber benutzen, um Abstand hier zu dem Zauberer zu gewinnen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber selbst wenn er sich hier oben hin teleportiert, kann der Turm dann seinen Jetstream auf ihn benutzen und ihn nochmal gegen die Wand drücken. Das macht auch viele Schadenspunkte. Hier oben könnte der Turm seinen Jetstream auch benutzen, um ihn gegen die Wand zu drücken. Ich glaube, diese Runde hat unser Force Master verspielt. Es gibt kein Entkommen mehr, wenn GW das hier jetzt richtig anstellt. So, die Planungsphase ist beendet für Master Mystery und GW. Es geht ans Eingemachte. Deployment findet nicht statt, weil die Schmiede zerstört ist. Und jetzt wird GW vermutlich seinen Machtstoß spielen, um hier... Nein?
Er benutzt keinen Machtschuss, er versucht hier die Rüstung aufzulösen. Er hat scheinbar nicht auf die Reichweite geschaut. Das sollte man immer tun, wenn man Karten spielt. Oben die Reichweite ist hier für Auflösung ein Feld maximal. Das heißt, der Machtmeister ist nicht in Reichweite. Er wollte zuerst die Rüstung auflösen, hat wahrscheinlich aber doch einen Machtstoß vorbereitet, wie ich hoffe. Denn der Luftwirbel könnte ihr den Force Master nicht durchdrücken. Der Angriff wird ins Machtschild gehen. Er ist jetzt fertig. Das ist ungünstig für unseren Zauberer. Damit hat er nicht gerechnet. Und jetzt stößt er sich weg. Der Machtmeister stößt sich ein Feld weg und kann nicht mehr durch die Dornwand gedrückt werden. Oh, eine Fehlentscheidung von GW hier. Zuerst zu versuchen, die Rüstung aufzulösen. Ein einfacher Push hier durch die Wand, selbst mit Rüstung, hätte das Machtschild geschwächt und vielleicht auch genug Schaden gemacht, um hier das Spiel zu beenden. Das Spiel geht also weiter. Jetzt ist erstmal GW dran. Er könnte jetzt seinen vorbereiteten Auflösungszauber spielen. Er könnte zwei Felder sprinten und dann die Rüstung auflösen. Er geht ein Feld. Was macht er? Er drückt den Force Master zurück. Warum hat er das nicht in der Schnellzauberphase benutzt? Ich frage mich, das hätte das Spiel ja schon fast beenden können. Wir sehen, die Machtmeisterin kann sich noch bewegen. Das hier bringt, das ist, glaube ich, wieder eine Fehlentscheidung gewesen. Die Machtmeisterin kann jetzt einfach mit ihrer Aktion hier rauslaufen. Jetzt wird der Turm gleich nochmal aktiv werden, wie er schon angekündigt hat. Zuerst löst er eben die Rüstung auf. Er weiß, glaube ich, nicht, dass der komplette Angriff hier des Jetstreams, das heißt Schaden und Effekt, hier in das Force Field gehen. Ah, das wird ärgerlich, wenn er es merkt. Er wird jetzt den Jetstream schießen. Das ist der Vorteil hier des Force Fields. Das schluckt auch den Effekt. Der Angriff wird gar nicht stattfinden. Er hat damit gerechnet. Es ist keine Überraschung für ihn. Die Machtmeisterin wird jetzt auf jeden Fall hier dieses Feld. Ah nein, sie bleibt stehen. Warum? Weil Master Mystery weiß, dass er nächste Runde Initiative hat und sich wegbewegen kann. Auch in der einleitenden Schnellzauberphase kann er dieses Feld verlassen und entgehen, dass hier er durch die Dornwand gedrückt wird, so wie er es angekündigt hat. Ach, er geht doch runter, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht hat er keinen Teleport oder Machtstoßzauber mehr, um sich in der nächsten Runde hier in Sicherheit zu bringen. Er geht auf Nummer sicher und verlässt das Feld, von dem aus er durch die Dornwand gedrückt werden könnte. Er greift jetzt an mit seinem Schwert, das hier die Rüstung durchdringen wird. Und macht vier Schaden, die nicht verringert werden, da, wie gesagt, hier die Rüstung, die verbleibende, durch den Durchdringungseffekt aufgehoben wird. Der Veteran's Belt kann hier gar nichts machen. Und jetzt hat GW schon die Hälfte seiner Trefferpunkte fast verloren. Obwohl er schon mehrfach hätte gewinnen können, hält sich. Er muss GW durchhalten und die Angriffe der Machtmeisterin abwehren. Die Machtmeisterin hat jetzt den letzten Punkt hier bei ihrem Force Field verloren. Diese Runde wird sie nochmal einen bekommen. Von jetzt an jede Runde einen Angriff abgeblockt. Wir sind mittlerweile in Runde 13 angelangt. Das Spiel dauert wieder relativ lange. Ich bin gespannt, was GW jetzt machen wird. Die Entscheidungen, die er in den letzten Runden getroffen hat, waren nicht so glücklich. Vielleicht kann er jetzt den goldenen Wurf landen und die letzten fünf Trefferpunkte hier von unserer Machtmeisterin überbrücken, um das Spiel zu gewinnen. Oder aber die Machtmeisterin
kann jetzt hier nochmal Akzente setzen. Sie hat Initiative, der Gargoyle steht nicht auf Wache. Sie könnte jetzt den Doppelschlag hier auf den Magier ausführen mit 8 Würfeln und hoffen, dass möglichst viele hohe Zahlen daraus kommen und der Veteran's Belt hier und die zwei Rüstungen nicht den Schaden allzu sehr verringern. Der Schnellzauber könnte nochmal genutzt werden, um vielleicht einen Angriffszauber zu spielen. Hier 17 Punkte sind noch zu überbrücken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das Risiko ist allerdings sehr, sehr hoch für ihn jetzt, denn er hat nur eine Möglichkeit, einen Angriff abzublocken. Dann hat er seine Verteidigung, die nochmal einen Angriff ablocken kann, eventuell. Steht aber insgesamt 5 Angriffen dieser Runde gegenüber. Der Turm, der mit seinem Jetstream-Zauber enormen Schaden machen kann, wenn man hier in einem Feld am Rande der Arena steht, weil man gegen die Wand gedrückt wird. Dann haben wir den Gargoyle, der mit seinem Angriff das Force Field schwächen könnte. Und den Magier selbst, der natürlich unberechenbar ist. Feuermagier, er könnte einen Feuerball vorbereitet haben und nur darauf warten, dass hier die Verteidigung benutzt wird und das Force Field zusammenbricht. Ihm stehen hier alle Möglichkeiten offen. Und der Säbel ist auch noch da. Also ohne Rüstung, die GW hier jetzt einfach nicht mehr hat, sieht's diese Runde schlecht für ihn aus, obwohl er Initiative hat. Ihm muss jetzt was einfallen. Oder GW wird auch mit den einfachsten und simpelsten Methoden hier das Spiel gewinnen, ohne großartig nachdenken zu müssen. So, die Planungsphase ist beendet. Ich bin gespannt, was Master Mystery hier jetzt für ein Rezept gefunden hat, dem Damoklesschwert zu entgehen, was über seiner Machtmeisterin schwebt, jede Sekunde runterfallen kann. Master Mystery macht keinen Schnellzauber, das bedeutet, GW könnte einen Schnellzauber machen, macht er auch nicht. Master Mystery ist dran mit seinen beiden Aktionen, Aktionsphase und Schnellzauberphase, kann er jetzt beide direkt hintereinander machen. Wird er den Turm oben zerstören und sich in Gefahr bringen hier? Könnte GW einen Machtstoß vorbereitet haben? Oder setzt er auf rohe Gewalt und macht den Doppelschlag auf den Magier? Der Aktionsmarker ist unter der Erde, er flüchtet weg. Allerdings wird ihm das nichts bringen, das sieht er vielleicht auch ein. Er scheint ein bisschen unschlüssig zu sein, was er hier machen soll. Er benutzt dann doch zuerst den Schnellzauber vor seiner Aktion. Was wird er machen? Er ist etwas verwirrt. Ich glaube, ihm ist klar, dass es hier kein Entkommen mehr gibt. Er ist die Möglichkeiten durchgegangen und setzt jetzt auf rohe Gewalt. Versucht nochmal alles rauszuholen. Würfelt 2x4 auf den Zauberer, der benutzt noch nicht mal seine Verteidigung, weil er weiß, das kann nicht genügen. Ich werde diese Runde auf jeden Fall überleben, selbst wenn der Doppelschlag gut trifft. Hier kommen nochmal 2 Schaden raus. Mit dem ersten Angriff, das ist zu wenig. Und der zweite Angriff wird ihm nochmal 4 Schaden bringen. Das ist natürlich auch zu wenig. Insgesamt 6 Schaden durch den Double Strike ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Damit hat er seine Aktion beendet. Der Magier ist auf 21 Schaden hoch, hat noch gute 10, um hier auf den Beinen zu bleiben. Jetzt benutzt er den Schnellzauber. Könnte es nochmal ein Angriffszauber sein, um vielleicht mit Würfelglück das Letzte rauszuholen? Ja, es ist ein Angriffszauber. Force Hammer, zwar kein starker Angriffszauber auf eine Kreatur, der ist besser geeignet, um gegen Beschwörungen vorzugehen, zum Beispiel hier diesen Magierturm, aber er wird natürlich hier jetzt gespielt, weil die Situation aussichtslos ist, um nochmal das Letzte rauszuholen. Wenn der wirklich mit 12 kritischen treffen würde, dann selbst dann wäre das Spiel noch nicht vorbei, dann hätte GW immer noch einen Punkt übrig. Er trifft auch nur mit 3 Schaden. Insgesamt 5 Schaden, minus 2 sind 3. Das heißt, GW
ist jetzt am Drücker, um das Spiel zu beenden. Ich glaube, hier gibt es jetzt kein Entkommen mehr für unseren Force Master. Der Lord des Feuers war, hat mit seinem Durchhaltevermögen einfach nicht ausgereicht, um hier genügend Akzente zu setzen. Der Gargoyle greift an, das Force Field ist nun weg und jetzt wird der Jetstream geschossen. Schätze ich mal, er wollte es versuchen, er hat es dann doch wieder abgeblasen. Ihm stehen jetzt 4 Angriffe zur Verfügung. Ich würde den Jetstream nicht zuerst schießen, der hat ein hohes Schadenspotenzial von 7. Ich würde den jetzt nicht zuerst schießen, sondern erstmal einen anderen Angriff machen und hoffen, dass die Verteidigung hier benutzt wird. Ja, ein unabwendbarer Angriff, da kann die Verteidigung ohnehin nicht benutzt werden. Der wird jetzt mit 6 Würfeln gewürfelt auf 5 Trefferpunkte. Hohe Chance, das Spiel zu beenden. Und das war's. Das war's. 6 Schaden. GG, die Machtmeisterin ist gefallen. Und kippt zur Seite, liegt am Boden und versucht noch vergeblich, die brennende Kutte auszuschlagen, auszutreten. Aber wird dann letztlich zu einem kleinen Häufchen Asche verbrennen. Und GW sieht es auch ein. Also es wurde nochmal ganz schön eng, obwohl er eigentlich das Spiel hätte längst entscheiden können. Aber man lernt nie aus. Vielleicht hat er einfach nicht die nötigen Zauber im Deck gehabt, die ich hier so erwähnt habe. Das ist das Tolle an Mage Wars. Nach jedem Spiel kann man sein Deck immer mal wieder ein bisschen verändern, um den Gegner, den man gerade bespielt hat, noch besser besiegen zu können, und so wird das Deck auch immer besser und für alle möglichen Situationen, denen man gegenübersteht, gewappnet. So entwickelt man sich weiter und so wird man sein Deck immer weiter verbessern. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier wird noch weiter diskutiert, was man hätte machen können. Hätte Fahrradkette. Das ist üblich, dass man nach dem Spiel noch eine kleine Nachbesprechung macht. Ich wünsche euch alles Gute, schaltet mal wieder ein, bis zum nächsten Mal.